Ihr könnt euch sicher noch an mein Video Kriegsgefangenen Sold nach Haager Landkriegsordnung erinnern. Vielleicht haben viele von euch ebenfalls einen Antrag auf Zahlung dieser Unterhaltsart gestellt. Nun hat auch das Bundessozialgericht in einem grandiosen Täuschungsversuch geantwortet. Aber zuerst noch einmal der Hergang. Ich beantragte diese Unterhaltsleistung beim Jobcenter, welches auch nach Fristsetzung gar nicht reagierte. Es folgte eine Klage beim Sozialgericht Hannover, welches, ohne auf die Klage überhaupt einzugehen, ablehnend reagierte mit der abgedroschenen Behauptung, ich sei kein Kriegsgefangener, ich könne ja schließlich gehen. Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen redete dem Erstgericht nach dem Munde, also derselbe Text, ohne auf meine Klage einzugehen, und verwehrte mir auch gleich noch die Beschwerde beim Bundessozialgericht. Das Bundessozialgericht, welches sich der Beschwerde daraufhin trotzdem anzunehmen schien, versuchte in einem finalen Täuschungsversuch das Thema zu ersticken. Dazu erst einmal der inhaltliche Text. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen. Das Landessozialgericht hat zutreffend darauf hingewiesen, dass die Beschwerde nicht zulässig ist. Ja, Leute, ihr könnt auch noch eine Minute auf weiteren Inhalt warten. Das war der Inhalt. Aber halt, wäre ich Richter am Bundessozialgericht, ich hätte es auch abkürzen können. Du kleiner Bürger, verpiss dich und lass uns in Ruhe. Ihr seht, inhaltlich ist selbst in der dritten Instanz null und nix drinnen. Nun zu der Täuschung, die man ja, man betrachte es aus Behördensicht, schon genial nennen muss. Seht euch den Adler in der linken oberen Ecke an. Er hat 6 Schwingen. Hier wird also angedeutet, es handle sich um eine offizielle Behörde der Bundesrepublik in Deutschland. Nun seht euch das Dienstsiegel, eine Prägung im Papier an. 7 Schwingen. Na sowas aber auch. Also der gleiche Quatsch, der im Personalausweis abgedruckt ist. Eine Täuschung. Doch keine offizielle Behörde. Och Mann ey. Nächster Trick. Der Schriftzug Bundessozialgericht, komplett groß geschrieben, was eine juristische Person hier eine Firma kennzeichnet. Tja, ich wollte aber nichts von einer Firma Bundessozialgericht, sondern von der Behörde gleichen Namens. Wo ist sie hin? Hat sie jemand gesehen? Nächster Trick, altbekannt. Die sogenannten Richter, hier gleich 3, Mann oh Mann, ich versinke vor Ehrfurcht, sind allesamt nicht identifiziert, da kein einziger Name vollständig ausgeschrieben ist. Selbstverständlich haben sie nicht unterschrieben und die voll anonyme Paraffe der Beglaubigung ähnelt auch mehr dem Weg eines Holzwurms, der seinen Weg in den Schreibtisch gesucht hat. Zusammengefasst, ich habe nun 3 gerichtliche Instanzen durch und es gab nicht ein einziges Gericht, welches meine Klage gelesen und verstanden hat. Wisst ihr was? Es gibt überhaupt kein Gericht mehr. Naja, das ist ja nicht wirklich neu. Trotzdem schreibe ich nun eine Verfassungsbeschwerde hinterher, deren Formulierung mir die 3 Erstgerichte leicht gemacht haben. Eigentlich steht inhaltlich nur drinnen, die Erstgerichte haben mir den kompletten Rechtsweg versperrt, der mir nach Grundgesetz garantiert wird. Fertig. Fordern Sie mal die Unterlagen an. Ich habe nun denselben Antrag beim Versorgungsamt gestellt, welches selbstverständlich die Frist hat verfallen lassen und nun eine Klage vor dem Sozialgericht erwarten kann. Neues Spiel, neues Glück. Trotzdem solltet ihr jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen, denn was bei mir entschieden wurde, muss erstens nicht zwangsläufig bei euch entschieden werden und zweitens macht oftmals erst eine gewisse Anzahl ein Bürgerbegehren aus. Denkt dran, wir sind der Staat. Holt euch euer Recht.